Revenside. Revenside. Halt's Maul, Junge, es heißt Revenside oder Revi, Mann! Jo, meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Craft Attack. Ihr hört es vielleicht kennen, dass meine Stimme ist ein bisschen kaputt, weil wir heute den ganzen Tag an einem Musikvideo gedreht haben, in der Kälte und die ganze Zeit gerappt haben und so weiter und so fort, meine Freunde. Am 26. erwartet euch das krasseste überhaupt auf meinem Kanal, Leute. Seid auf jeden Fall darauf gespannt, es wird unendlich heftig, Leute. Ich habe bereits in der letzten Folge angeteasert, dass ich jetzt auf jeden Fall hingehen möchte und unbedingt mich um die verdammte Mauer kümmern möchte. Genau das werden wir jetzt tun, Leute, denn ich muss jetzt erstmal gucken, wie weit ist die Insel überhaupt von dem Ganzen entfernt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, Leute, wie viele Blöcke das überhaupt sind und schauen dann mal weiter. Wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, dass das auch alles den gleichen Abstand zueinander hat, Leute, denn sonst macht das ja überhaupt gar keinen Sinn. Es muss ja schon irgendwie ein vernünftiger Kreis sein, Leute, denn sonst, wie gesagt, haben wir da ja gar nichts von. So, ich würde mal ganz kurz gucken, dass wir hier uns auf jeden Fall mal in die richtige Richtung bauen. Die Mauer wird eh nicht komplett kreisrund werden können, meine Freunde. Die 100% symmetrisch als Kreis zu gestalten, ist fast schon komplett unmöglich. Dementsprechend würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal ein richtig gutes Stück nach draußen, Leute, und schauen einfach mal, von wo wir dann aus letztendlich die Kreise ziehen, beziehungsweise die eigentliche Rebellionsmauer dann setzen. So, ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall hier jetzt schon in der annehmbaren Tiefe sind, glaube ich. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Marianengraben oder sowas in der Art haben. Sprich, eine Erhöhung in dem Ganzen. Ein Marianengraben hat gar keinen Sinn gemacht. Ihr wisst schon, was ich meine. Also quasi eine Untiefe haben. Das war das richtige Wort, Leute. Dann können wir diese nämlich schon mal nutzen und müssen sich ganz so tief nach unten bauen. So, passt mal auf. Ich würde sagen, wir zählen jetzt gleich einfach mal ab, wie viele Blöcke das hier sind, Leute. Ich würde sagen, ich mache das mal ganz los und wir sehen uns dann gleich wieder. So, Kinder, das sind jetzt insgesamt 103 Blöcke, weil wir 51 Fackeln haben. Das mal 2 plus der eine Block am Ende sind 103 Blöcke, meine Freunde. Ich würde sagen, wir runden das Ganze ganz kurz auf 110 auf, meine Freunde. Dann haben wir, glaube ich, einen relativ guten Radius, den wir nutzen können. Dann können wir nämlich innerhalb des Ganzen noch echt eine Menge dazu bauen, Leute. Und das auf jeden Fall noch so nach unseren Maßstäben und Wünschen ausgestalten. So, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. So, wartet mal. 55, 56, 57, 56, 55. So, Leute, jetzt sind es 110 Blöcke. Jetzt passt es auf jeden Fall. Ich würde sagen, das gleiche machen wir jetzt nochmal in jede verdammte Richtung, Leute. Beziehungsweise, eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt erstmal an und gehen hier unten und bauen schon mal den Grundstock für die Mauer. Denn das ist ja erstmal das Wichtigere, Leute. Den ganzen anderen Rest werde ich wahrscheinlich wieder offscreen erledigen, weil es dermaßen aufwendig ist, Leute. Also die nächsten Folgen werden auf jeden Fall krank produktiv sein. Ich denke mal, ich werde jetzt am morgigen Tag auf jeden Fall nochmal eine Menge Zeit hier in der Revolution verbringen. Es gibt noch so viele Sachen, die gemacht werden müssen. Vor allen Dingen müssen halt die ganzen Leute Anweisungen bekommen, was sie hier tun sollen. Die meisten sind jetzt über Weihnachten weg, aber Leute, ich werde auf jeden Fall über Weihnachten weiterhin durchproduzieren und gucken, dass wir auf jeden Fall alles soweit fertig bekommen, dass wir hier auf jeden Fall einen guten Fortschritt haben, Leute, der sich definitiv sehen lassen kann. Viele werden ja wahrscheinlich sagen, hey Rewe, die Folgen unter Wasser und sowas sind alles super, super langsam, aber ich schaffe es gerade einfach zeitlich nicht, meine Freunde. Ihr habt es vielleicht schon gestern mitbekommen, es kam nur eine Folge Craft Attack, sonst nichts, weil wir momentan so krank im Grind sind, Leute. Weihnachten ist jedes Mal echt super, super anstrengend. Vielleicht kann es sogar sein, dass nicht mal jeden Tag eine Craft Attack Folge kommt an Weihnachten. Fürs zweite Video ist auf jeden Fall schon soweit gesorgt. Kann aber sogar sein, Leute, dass die Weihnachtsvideos von Craft Attack eben eventuell auch ausfallen. Kann ich noch nicht versprechen, Leute. Wir werden auf jeden Fall noch versuchen, ein kleines Weihnachtsspecial bei Craft Attack zu zaubern, Leute. Das sollten wir auf jeden Fall noch hinbekommen. Aber ich muss wirklich mal gucken, dass ich das alles unter einen Hut bekomme, Leute, weil es könnte zeitlich wirklich richtig, richtig knapp werden und dementsprechend könnte es sein, Leute, dass eventuell ein oder zwei Folgen Craft Attack ausfallen. Gerade jetzt auch mit dem 24-Stunden-Stream am 30.12., meine Freunde, der Charity-Livestream. Ihr seht hier unten nochmal eingeblendet. Ihr müsst auf jeden Fall alle vorbeikommen, Leute. Wer nicht dabei ist, der kann sich auf jeden Fall wie immer aus meiner Community verabschieden, meine Freunde, denn das ist ein Charity-Livestream und ich fände es extrem schade, wenn ihr aus schlechten Gründen oder einfach keine Zeit oder keinen Bock oder sowas, Leute, nicht dabei wärt. Nein, jetzt der Spaß zur Seite. Ich bin natürlich keinem sauer, wenn er keine Zeit hat, aber ich fände es halt echt cool, wenn wir eine große Mitgliedschaft bzw. Zuschauerschaft da aufbauen könnten, Leute. Weil, wie gesagt, es geht da um was Gutes, es geht da um einen guten Zweck und ich würde echt gemeinsam mit euch gerne etwas in Bewegung setzen, Leute. Ich würde gerne in Namibia echt noch einiges machen mit euch und dementsprechend würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn ihr dann auch gemeinsam da am Start seid. So, ich glaube, wir kommen jetzt mal ganz kurz zu dem ganzen Rift-Ding, was ich da gebaut hatte, beziehungsweise zu diesem Vorbau, den ich ja schon mal Singleplayer gezeigt hatte, Leute. Ihr kennt, glaube ich, so ungefähr, wie umfangreich dieses Projekt jetzt wird, weil viele haben schon gesagt, ey, Rewe, diese Insel ist ja schon geisteskrank zu vergrößern. Wartet mal bitte ab, Leute, wie das aussieht, wenn das hier alles fertig ist, wie das hier alles dann aussieht, Leute. Das ist dann nochmal was komplett anderes, Leute. Das wird auf jeden Fall extremst schwierig werden. Hoffentlich bedankt sich Sparkix dafür, dass ich immer bei ihm die Items geliehen habe, natürlich nur für die Revolution, Alter. Der hat das ja immer gerne gesponsert, aber bis jetzt hat er noch nichts gesagt, Leute. Scheinbar ist das für ihn wirklich okay gewesen. Ich meine, wenn das so ist, lieber Spark, dann weiß ich da auf jeden Fall jetzt Bescheid. Dann werde ich definitiv öfters bei dir vorbeischauen. So, das muss natürlich auch irgendwie halbwegs realistisch aussehen, Leute. Das ist ein Riff, ist halt echt schwierig zu designen, gerade halt so unter Wasser. Das wird eine Menge Zeit und Arbeit kosten, Leute. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das trotzdem alle ehrlich im Survival-Modus hinbekommen, Leute. Weil falls nicht, dann wäre das echt ein Armutszeugnis für uns, Leute. Da wäre ich wirklich extrem traurig. Guck mal, wer da ist. Kevin ist da. Aha. Was macht der denn, Alter? Leute. Gamers Time, was will er denn jetzt hier? Auf einmal kommt er an. Bau. Re.
Revolution. Ganz wichtig, Gamers Time. Komm her und bau die Revolution mit mir. Los. Nein, du sollst. Er hat nicht verstanden. Er hat nicht verstanden. Er dachte, dass ich das als Statusmeldung gesagt habe. Ich baue die Revolution. Er soll die Revolution bauen, Leute. Er muss uns mit helfen, Alter. Wir brauchen Kevins Hilfe unbedingt. Er ist der hobbylose Typ, den jedes Projekt braucht, Leute. Okay, so wie es aussieht, kommt Kevin nochmal ganz kurz dazu, Leute. Ich würde sagen, wir geben hier nochmal ganz kurz einen Moment Zeit und sehen uns gleich nach einem ganz kurzen Schnitt wieder, wenn der liebe Kevin dann da ist. Hallöchen. So, guten alles Tag, fit? Kevin. Ich nehme gerade auf, ja? Ja, okay. Ich muss dich jetzt mal ganz kurz hier zur Rede stellen. Ja, bei mir ist alles fit. Aber ich möchte wissen, Kevin, wo bist du? Wir brauchen dich hier, Alter. Wir brauchen ein Farming-Tier. Wir brauchen jemanden, der so hobbylos und so viel Zeit hat wie du, Kevin. Wir brauchen dich hier in unseren Reihen, um gemeinsam für unsere Communities etwas Großes und Starkes aufzubauen, Kevin. Wir können nicht ohne dich, verstehst du? Ich habe erstmal bei mir an meinem Haus weitergebaut, weil ich Kevin, noch nicht wusste, was ich machen Maus, soll. Kevin, Haus, Maus, Alter. Komm mal ganz kurz mit einem Boot hier hin, mein Freund, ne? Du musst mir gleich nochmal die Quads dann geben. So, Leute, und dann erkläre ich dir gleich mal, Kevin, was wir alles noch zu tun haben. Du wirst sagen, Revi, das Projekt kannst du vergessen, das ist verrückt, Kevin. Aber wenn wir alle an einem Strang ziehen, alle gesammelt den Craft Attack an diesem Ding bauen, Kevin, dann schwöre ich dir, kriegen wir das Ding bis Januar für unsere Zuschauer und für unsere Communities fertig, Kevin. Weil das machen wir nicht für uns, das machen wir für die Leute, die hier mitspielen können. Wir werden das erste Mal gemeinsam im Survival-Modus, Leute, etwas so Großes in einer so großen Gruppe YouTubern erbauen, Leute. Sowas hat es bis jetzt noch nicht gegeben, Kevin. Und das ist das Besondere daran. Wir machen das, wie gesagt, nicht für uns, sondern für unsere gottverdammten Zuschauer. Ist das klar, Kevin? Ja, okay, alles klar. Ich mache mir nur eben... Ah, ich habe hier ein Boot. Okay, ich komme jetzt. Die Koordinaten. Ja. Ich bin hier gerade schon an dem schwierigsten Part dran, Kevin, denn ich baue gerade schon die äußere Rundmauer, Kevin. Und das Ding ist echt ein Killer, Alter. Ganz ehrlich, ich sitze gerade schon an der Fundamentfläche von einem minimalen Mauersegment, Kevin. Ich sitze hier schon seit 10 Minuten und versuche das zu designen. Das ist so eine Aufgabe, Kevin. Da müssen wir echt alle zusammenarbeiten, weil sonst wird das niemals funktionieren, okay? Ja. Soll ich irgendwas mitbringen? Wenn du hast Cleanstone, Cobblestone, alles Stone, Kevin. Cleanstone, okay. Wenn du hast, mach deine ganze Enderkiste voll, Kevin. Wir brauchen alles an Baumaterialien, was geht, Alter. Ja, ich habe ja schon letztes Mal so viel Cleanstone mitgebracht. Spark sponsert auch immer richtig gerne was. Also der hat sich auch bis jetzt noch nicht beschwert. Der ist auch echt bester Mann für die Revolution, weil er hilft immer mit Rohstoffen, Kevin. Weißt du, der kann ja nicht mitbauen, aber der hilft auch. Er tut auch seinen Teil, auch wenn er das vielleicht noch nicht weiß. Aber er macht was, Kevin, okay? Er macht was. Er hilft ja, ich habe ja auch schon gut gesponsert. Ja, aber was mit Zander zum Beispiel, dem faulen Hund? Wo ist der? Wo ist den? Wo sind sie alle hin? Wo sind sie alle hin, Kevin? Wo sind sie? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. So, und das sind dann die Leute, die dann sagen, ja, Moment mal, jetzt will ich aber auch Plätze an meine Community verlosen. Aber ihr habt nicht mitgebaut, also dürft ihr es nicht, Leute. Ich habe schon richtig, letztes Mal richtig viel Cleanstone mitgebracht. Ja, Kevin, und jetzt bringe ich dir nochmal... Jetzt kommst du nochmal hier hin und musst mitarbeiten. Streamst du gerade, Kevin? Ja, ich habe ja letztes Mal auch... Nee, ich bin gar nichts am Machen. Ich bin einfach so auf den Server gegangen, weil ich was aufnehmen wollte eigentlich. Ja, okay. Und jetzt bist du Teil der Revolution, Kevin. So schnell kann das gehen jetzt. Also, ja. Einer von uns. Ja, ich hätte ja schon die ganze Zeit bei euch gebaut. Einer von uns. Aber ich wusste nicht, was ich bauen soll. Einer von uns. Achso, tut mir leid. Okay. Leute, ich würde sagen, wir machen ganz kurz einen Cut, bis der liebe Kevin dann hier ist. Dann kann ich dem Kevin mal ganz kurz eine kleine Rundführung geben und ihm erklären, wie und was hier überhaupt abgehen soll, Leute. Und dann kommen wir gleich nochmal zurück zum Fundament der Seemauer. Ihr seht ja schon, dass es echt die krankste Aufgabe ist, die ich mir da überlegt habe. Oh mein Gott, Leute, allein dieses kleine Element schon hat schon so lange gedauert. Und stellt euch mal bitte vor, Leute, wenn ich das ganze Ding, dieses ganze Element so gottverdammt breit baue, Leute. Das ist echt geisteskrank, glaube ich. Ich glaube, Kevin, wir haben uns da übernommen. Oder glaubst du, wir können das schaffen, Kevin? Ich weiß es nicht. Ich komme jetzt. Ich werde mir das jetzt angucken. Dann kann ich erst sagen, ob das machbar ist. Wir machen ganz kurz den Schnitt, bis der Kevin dann hier ist. So, Leute, Kevin ist jetzt direkt hier. Kevin, schau mal hier, was wir erstmal gebaut haben. Also, Kevin, pass mal auf. Komm mal her. Ja, wo ist denn hier ein Eingang? Es gibt nur einen Eingang, Kevin. Es gibt nur einen Eingang. Genau auf der anderen Seite. Komm mal her. Warte, ich komme gerade rum wieder. Warte, da hinten bist du. Junge, was ist das hier alles? Alter, wie viel habt ihr... Wow, ey! Tja, Kevin, willkommen im doppelten Lavator. Du kannst durch die eine Lava durchschwimmen, aber durch die zweite Lava... Ja gut, du mit deinen Rüstungen, Alter, Kevin. Aber ganz ehrlich, ein Zuschauer kann das nicht, weil die haben nicht solche Rüstungen, okay? Ja. So, also Kevin, guck mal, pass mal auf. Ich zeig dir jetzt mal ganz was Folgendes. Sag jetzt bitte, Kevin, ob ich geisteskrank bin, okay? Ja. Komm mal mit, pass mal auf. Du siehst hier vorne dieses Element. Das hier ist so ein Abstandshalter, um quasi auszumachen, in welchem Umkreis wir die Mauer rund um die Rebellion bauen wollen. Und das hier soll ein kleines Mauerstück sein. Und hier soll dann quasi halt die Mauer drauf stehen. Und das soll rundherum um diese Insel mal errichtet werden. Das willst du alles so mit Cleanstone machen, so erstmal den Boden? Also wir müssen das halt nicht ausfüllen, so das brauchen wir nicht, weil die Zuschauer werden später diese Blöcke nicht abbauen können. Aber ja, so war halt der Plan. Ist das möglich, Kevin, oder ist das größtenwahnsinnig? Was sollten wir eigentlich schaffen? Um die komplette Insel drumherum? Ja. So wie das jetzt hier ist, guck mal hier, diese Dicke, Kevin, diese Dicke, plus nochmal on top eine Mauer drumherum, in dem Abstand um die ganze Insel, so hier in jeder Richtung mit dem Abstand. Sollten wir schaffen, ohne Probleme. Alles klar, Leute, ihr habt Kevin gehört, es ist also machbar. Wenn wir jetzt alle zusammenhalten, kriegen wir das definitiv hin. Kevin. Bis wann? Ende Januar?
Bis Ende Januar würde ich das Ding hier gerne so weit haben, dass wir auf jeden Fall schon mal das erste Battle mit unseren Zuschauern machen können, Leute. Jetzt geht's auch wieder um euch. Schreibt allen Leuten, die ihr Craft Attack guckt, Leute, in die Kommentare, dass sie sich gerne bei mir melden sollen. Wir möchten hier was Gemeinsames machen und wir brauchen da auf jeden Fall echt die Hilfe von jedem. Ja, also die Zuschauer müssen uns ja auch mal zeigen, dass sie jetzt Bock da drauf haben. Also im Moment habe ich das Gefühl, dass die Zuschauer gar keine Lust auf alles haben irgendwie. Die sollen uns mal zeigen, bevor wir uns hier so viel Arbeit machen, für die was Geiles bauen und so. Müssen uns die Zuschauer erstmal beweisen, dass sie uns wirklich auf die Rübe hauen wollen. Das ist wohl wahr, Leute. Also wenn ihr jetzt mal gerne einen Daumen nach oben spammen könnt und sagt, ich möchte dabei sein, weil, dann schreibt mir mal gerne einen Kommentar, warum ihr gerne dabei sein wollt, Leute. Und ihr geht es vor allen Leuten mal hin bei Craft Attack und spammt denen die Kommentare des Todes damit zu, Leute, dass sich jetzt alle ein für alle Male bei mir melden sollen, damit wir das Ding hier gemeinsam zum fettesten Minecraft-Projekt ever machen können, Leute. Viele Leute sagen, ja, Craft Attack ist dieses Jahr so langweilig, pipapo. Und genau das werden wir jetzt gemeinsam für euch und mit euch angehen, Leute. Und etwas geisteskrank groß daraus machen. Vertraut mir. Kevin ist auf jeden Fall jetzt hier. Ich hab auch was richtig krasses am Start hier. Was ist am Start, Kevin? Warte, ich muss jetzt eben hier eine Kiste dir hinstellen. Pass auf, Junge, jetzt wirst du gleich eskalieren. Okay. Oh, Baby! Warte, das ist noch nicht alles. Nein, du hast nicht die komplette Enderkiste davon, oder? Oh Gott, Kevin. So, jetzt haben wir erstmal ordentlich Cleanstone. Ich kann dir noch eine Doppelchest bringen. Kevin, alles, was du hast, her damit, Alter. Die Revolution kannst du auf jeden Fall gebrauchen, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall echt noch eine Menge Baumaterial und vor allen Dingen Arbeitskräfte. Das ist erstmal das Wichtigste, Leute. Aber ihr seht auf jeden Fall schon mal, der Grundstein für die Mauer ist gelegt, für die mächtigste Mauer aller Zeiten, Leute. Die krasseste und undurchdringbarste Mauer aller Zeiten. Es wird ein endheftiges Projekt hier werden, Leute. In diesem Sinne freue ich mich auf jeden Fall darüber, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, warum gerade du oder ihr bei der Revolution dabei sein wollt, Leute. Gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben da, Leute. Schreibt allen anderen Craft Attack Teilnehmern in die Kommentare und schaut definitiv mal beim Herrn Game Master vorbei, Leute. Das war's von dieser wunderschönen Part von Craft Attack. Ich verabschiede mich, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.